Servus Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und ja. Heute haben wir einen neuen Trecker dabei. Wir haben meinen Fan verkauft und dafür einen Class Axion 960 gekauft. Finde ich einfach ein schöner Trecker. Und heute, wir haben uns Kühe angeschafft. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt schon mal an, die zu füttern. Und ja. Ich mache erstmal Stroh. Und ich mache erstmal Gras. Ich muss jetzt erstmal ausprobieren. Ich glaube, man kann in den Hänger hier Gras reinmachen. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine schon. Du willst erstmal den Hänger machen, machst halt einen Futter mitschlagen. Ja, nee. Ich nehme es einfach jetzt vom Feld, okay? Ja, nee. Ja doch. Ja, nee. Ach, ja, dann halt nicht. Egal. Oh, hey! Junge, ich dachte, du brennst. Ja, wahrscheinlich, oder? Oder weichst aus? Ich habe ja gar nicht gesehen, dass du kommst. So, jetzt holen wir erstmal unseren Ratatat-Lader. Oh. Da kommst du doch nicht durch. Andere müssen scheiß Kuhstellen. Sagt man doch nicht. Übrigens, wir haben 80 Kühe. Schon mal zum Voraus. 80 Kühe. In jeder Sorte 20. Oh, was passiert? Was? Mann, das soll Stroh an. Alter, so viele Tiere hatte ich auch noch nie hier, ne? Ach du Scheiße, wie viel soll ich denn da fahren? Halt, Kühe brauchen halt. Junge. Da kann ich lang fahren. Vielleicht hätten wir doch weniger machen sollen. Ne? Ja, passt schon. Egal. Egal. So. Jetzt können sie durchfahren. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt oder gefragt habe. Schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, was für Tiere, wenn ihr was für Tiere ihr bewirtschaftet, wenn ihr LS spielt. Nee, das hast du, glaube ich, noch nicht gefragt. Nee, ich habe schon vieles gefragt, aber ich weiß nicht was. So, es wird vielleicht ein bisschen länger dauern, vielleicht wollen wir zwei Videos draus machen vielleicht, Lukas? Nee, eins reicht. Nee. Oh. Wenn wir können ja... Einfach nur so ein bisschen von allem und dann füttern wir das alleine. Ja, füttern, ja, genau. Ich muss mal kurz gucken, wie viel geht in meine Schaufel rein? Da muss ich mal gucken, wie viel Schaufeln da reinpassen. Kann ich das nicht mal ausrechnen. Genau 3000 gehen meine Schaufel. 3000 Liter. Zack. Wo bist du gerade, Lukas? Ich mach fast Stroh. Ah, okay. Ja, füllst du mit dem Akku dran auf? Ja. So, noch mal eine Schufe, Ich mache einfach zwei Hänger hiervon und dann passt.
Das auch. Ich mach nur noch das, soll ich dann schon mal Futter mischen? Ja, kannst du machen. Ich mach dann hier noch Wasser. Schon mal, würde ich sagen, wenn ich darf. Ja. So, ich glaube, ich mache doch noch ein Ding, aber hier geht echt scheiß uns viel rein. Einer. So. Auch da gehen bestimmt 50.000 rein, oder? Ungefähr. Ja, doch. 30 oder so. Nee, hier gehen mehr als 30 rein, glaube ich. Guck mal. Ja, ah, nee, ist. Ja, an die 35.000, weil jetzt sind 26 und es sind 58%. Aber klar, ja. Was? Weil natürlich drüber fällt. Ja, was denn sonst? Aber so ist ja besser. Und falls ihr wissen wollt, wie manche Mods heißen, wenn ihr, falls ihr die nicht findet und wenn ihr die haben wollt, dann könnt ihr uns das gerne in den Kommentar schreiben. Wir sind für Fragen offen. Habe ich zwar schon mal. Wir haben auch noch ein neues Gefährt. Wir haben ein Hoverboard. Genau, wir haben ein Hoverboard. Das gibt's jetzt auch. Ist jetzt nicht das krasseste, aber nee, kann man sich auch mal anschauen. Ne? Ach so, nach einem Schafen gucken oder so, dafür reicht's. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Ja, jetzt ist mal ein Glas hier. Schön schön. Guck ich mir nur mal so kurz an. Ja. Wie viel Dings Prozent hat er? 71. Okay. Oh ja, sounds halt genial. Noch neu aus. Ah, doch. Jetzt noch. Bis jetzt. Guck mal, der Radlader war auch nicht dreckig. Jetzt ist er komplett dreckig an Reifen jedenfalls. Oh, 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 ja, komm, easy. Mein Gefährt hier ist auch ganz schön dreckig. Ja, das stimmt. Das die Ausstattung sagen. Natürlich auch nochmal ein bisschen anders. Mit Türkis und so, das ja. Ist halt grad das Schlimmste. Ja. Am Glas ist auf jeden Fall der Display drin. Ja. Aber der Fendt hat dafür, glaub ich, zwei. Ja, doch. Hey. Nein, ja, wahrscheinlich jetzt nicht. Ist er umgekippt oder ist ein Ball rausgeflogen? Ja. Ah. Dann lassen wir erstmal liegen und dann können wir nach Hause kommen. Oder wenn ihr mal wollt, dass wir so eine XXL-Farm machen, könnt ihr auch mal gerne in den Kommentar schreiben. Dann, Alter, das dauert aber auch lange hier. Was? Was? Dass ich fertig hab. So, ja. Guck mal, es sind jetzt schon fast vier Beinteile. Ja. Oh, hier komme ich nicht lang. Und es sind gerade noch so ganz wenig. Ja. So, der Hänger ist jetzt gleich voll. Eine Schaufel noch, dann ist er glaube ich voll. Lukas, bist du schon mal einen Echtradlader gefahren? So einen großen? Wo? Ja. So einen großen?
Ja, bei meinem Opa auf der Baustelle. Selber. Ja. Ah, nice. Aber das ist eigentlich ja auch nicht schwer, das ist ja Entschaltung oder so. Jo. Zwei Dings. Zwei Joysticks, ganz easy. Ja, zwei Joysticks. Bist du schon mal großen Bagger gefahren? Nein, woher? Keine Ahnung, kann doch sein. Weiß man doch nicht. Ja, du bist eh schon einen großen Bagger gefahren. Ja. Das stimmt. Mein Onkel hatte ja auch eine große Baustelle. Ich bin aber schon mal Mini-Bagger gefahren. Ja, das wäre ja auch schon. Weil Mini-Bagger ist halt auch so eine große Halt, ne? Tja, ja. Halt Mini. Ja. Das hat ja auch gesagt, in meinen Hänger. In meinen Hänger gehen 50.000 rein, wie ich gesagt habe. Hast du diese Sirene auch gehört? Was? Die Sirene auch gehört. Wann? Heute in der Schule. Die Sirene? Nee. Ach doch, die. Ja, die habe ich gehört. Ey, fahr mir mal nicht hinten rein. Ich? Oh, scheiße. Ich fahr die gar nicht hinten rein, Junge. Ach du Scheiße. Ja, der Hänger ist zu hoch gekommen. Der Hänger passt hier nämlich nicht richtig hin. So, wie viel haben die? Unsere Kühe an Gras 46.000. Okay. Dann hole ich jetzt erstmal Wasser, Freunde. Und ja, genau. Wieso sage ich immer und? Ich sage irgendwie immer aus Reflex und. Und, dann und. Was? Und, dann und. Genau. Wenn man es nicht kennt. Lass den Hänger jetzt einfach mal kurz stehen. Wir haben jetzt auch ein Problem mit schönem Trash. Ja. Auch wenn du das jetzt hier siehst, aber... Mir ja, egal. Und genau. Vielleicht kommt auch ein Projekt mit Janis, das wissen wir noch nicht so. Ja, das wissen wir noch nicht so genau, ganz... Genau, ganz perfektes Deutsch, auf jeden Fall. So, einmal auffüllen. Zwar anders unrealistisch, aber passt schon. Aber der Klaas hat auch zwei Bildschirme, ne? Also, warte mal, halt mal ab kurz. Wie? Ach, jetzt bist du eh weggefahren. Guck's danach. Ja, der hat auch zwei Bildschirme. Also das eine ist, glaube ich, so eher ein Navi. Aber trotzdem ist es ein Bildschirm. Keine Ahnung, Alter, ich krieg mich jetzt mit dem Mario hier nicht auf. Ich rede über den Klaas. Ja, ich weiß, aber beim Fan weiß ich auch nicht, ob das Navi ist. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, das bin ich auch nicht. Ist ja auch egal. Ja. Mit Klaas kenne ich mich auch nicht aus. Ich bin nie gefahren. Ja, ich auch nicht. Ich bin nur Fan und Deutsch. Ja, ich auch. Und Lamborghini bin ich auch, aber das ist ja passt. Ist ja Deutsch, von daher. Hey, wo macht denn man das Wasser rein? Hier? Wasser bin ich auch schon. Steyr. Steyr? Ja. Ich bin Massai gefahren. Einen alten von meinem Onkel, der Kumpel, der hatte so einen alten kleinen. Den bin ich schon gefahren. Ich bin Massai, zwei verschiedene gefahren. Dann noch ein Steyr und noch Ich bin halt viel Baustellenfahrzeuge gefahren, weil ich immer auf Baustellen mit meinem Opa und meinem Onkel bin. Fendt bin ich einmal mitgefahren, 7-8 Vario. Ja. Ja. Und Deutsch halt auch selber und Lamborghini. So, würde ich sagen. Ja, ne? Also fertig, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das war's dann mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne wie immer ein Like und ein Abo da. Es war zwar jetzt keine lange Futter-Folge, aber ja, alles passt schon.
Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wann ihr mir das auch guckt. Bis zum nächsten Video und ciao. Ciao.